Hallo Leute, ich bin's wieder, der Chris, und heute habe ich ein erneutes Let's Play für euch. Also ich starte es sozusagen, und es ist Amnesia. Oh ja, oh ja, ein Horrorspiel. Und ja, hier muss man nicht so abschlachten, sondern es ist ganz interessant. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich habe es noch nie gespielt, beziehungsweise ich habe es kurz angespielt, um kurz die Aufnahme zu testen, weil das ist ja sozusagen das erste PC-Spiel, welches ich Let's Playe. Hohoho. Ja, und ihr werdet dementsprechend meine Maus hören. Und nun ja, ich denke, das wird kein allzu großes Problem sein. Deswegen gehe ich auf Neues Spiel beginnen. Neues Spiel beginnen? Ja, das möchte ich. Und es geht los! Okay, ihr müsst wissen, ich bin sehr schreckhaft und ja, von daher wird das recht spaßig für euch und auch ein wenig für mich. Und ja, ach ja, so. Na komm. Ja, FPS sieht auch schön aus. Something mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... Okay. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am. Wow. Ach so, ich dachte, es wäre eine Person. Oh. Okay. Okay, also, dann geht's mal los. Na komm, na komm, steh auf. Steh auf! Steh auf! Okay, er steht da wirklich auf. Wache? Was? Egal. Na komm, geh zum Licht. Okay, so, bis hierhin habe ich gespielt und, oh, ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. Mit M kannst du auf die Mementos schneller zugreifen. Sieh dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Okay. Okay. Also. Ich bin, glaube ich, exakt bis hierhin gelaufen. Und dann habe ich Schluss. Wow, wow, es wird dunkel. Es wird dunkel. Nein, 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 nein. Was geht hier vor? Ah. Okay, okay, okay. Okay, das ist, glaube ich, mein erstes richtiges Horrorspiel, fällt mir gerade auf. Also ich weiß nicht, Dead Space. Wow! Oh! Ich habe nämlich Dead Space auch mal gespielt und na, was ist das? Na, na? Okay, geh ich mal rein hier, ne? In die gute Stube. Oh. Schönes Lagerfeuer. Lagerfeuer, sage ich jetzt schon. Hm, kann ich eine Flasche nehmen? Oh, kann ich ja wirklich machen. Beim Greifen eines Objektes. Drück rechte Maustaste, um es zu werfen. Halte R gedrückt und bewege die Maus, um das Objekt zu drehen. Geiles. Oh, hahaha. Ich kann Objekte drehen. Ich bin so ein Multitalent. Oh ja, und jetzt werfe ich es noch. Oh, das macht Spaß. Nein, ich wollte es. Egal. Mit Zunderbüchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung anzünden. Die aktuelle Anzahl der Zunderbüchsen ist im Bestand angezeigt. Tabulator. Okay. So. Ja, mehr ist hier. Kann ich ein Lagerfeuer? Kaminfeuer. Mein Gott. Ich mit meinem Lagerfeuer hier. Okay. Oh, und ja, werfen wir mal damit rum. Hahaha, Randale hier. Okay, oh, da ist ein Schrank. Da gehen wir mal rein. Kann man das überhaupt? Ah, interessant. Noch so eine Zunderbuchse. Und da ist ein... Hm, interessant. Okay. Sag mal, soll das Blut sein? Es sieht irgendwie so pink aus. Naja. Oh, ein Besen? Ah. Okay, nehmen wir das auch mal mit. Ah, schöne Gemälde hier. Aha, interessant. Okay. Oh, eine Treppe. Okay. Na dann, gehen wir mal nach oben.
So. Ah. Wow. Was ist das hier? Okay. Wow. 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 Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Was ist das? Okay. Ich ignoriere das einfach. Noch ist es ja nicht so schlimm. Weil ich meine, ist ja alles schön hell hier, ne? Finde ich ja schon mal gut. Oh. Gehe ich mal einfach rein hier. Nee, ich habe hier ab. Das ist mir doch ein bisschen zu dunkel hier. Oh. Was haben wir denn da drinnen? Oh, gar nichts. Na dann. Alter, alter, alter. Krasse Scheiße. Und hier haben wir. Sag mal, kann ich das nicht öffnen hier? Ah, geht doch. Zack. Ey, das ist ja. Ha! Kann man das. Ih! Ist ja geil. Egal. Lustig. Oh, da geht's weiter. Nein, ich gehe erstmal da lang. Nee, da gehe ich nicht lang. Boah, man kann sogar springen. Das ist ja episch. Okay. Oh, die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeley Platz in London nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London erschien irgendwie passend. Yeah. Bücher. Wir müssen uns bilden. Nein. Okay. Wohohoho. Nein, nein, nein. Nein. Och Mann. Nein. Wieso gehen die Kerzen denn aus? Okay. Nein, oh Gott, oh Gott. Ja, Zunderbuchsen. Wow. Was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein. Woher kommt das? Scheiße. Was haben wir da? Hey. Oh mein Gott. Oha. Nicht gut, nicht gut, überhaupt nicht gut, überhaupt nicht gut. Kann man sich ducken? Nee. Oh, ein Blumentopf. Oh, jetzt werde ich den Blumentopf einfach mal mit dem Buch zerstören. Ah, okay. Und ja, kann ich das hier? Nee, natürlich nicht. Oh, ich habe wieder was gehört. Ich höre Dinge, die ich eigentlich gar nicht hören möchte. Nee, das mache ich nicht an. Niemals. Okay, so langsam ist das etwas crank. Sie lässt sich nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Nein, wieso? Wieso? Okay. Das kann man auch irgendwie öffnen, Mensch. Sehr eigenartig. Woran mag das liegen? Ein Stuhl. Okay. Nee, ich bräuchte ein. Oh, was liegt denn da Feines? Eine Lampe, oder? Du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand entzünden. Drücke ich mal F. Oh, Licht. Ja. Oh, schön, 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 schön. Okay, trauen wir uns mal hier rein. Na? Oh. Ah, Zundbuchsen. Oder Zunderbüchse. Ha. Okay. Ja, gehen wir mal hier weiter.
Noch ist das ja eigentlich ganz okay. Was ist jetzt los? Ah, ein Brief. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. His shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Okay. Tja. Naja, hört sich ja jetzt nicht so schön an. Aber das schaffen wir. Also, das kann interessant werden. Oh. Oh, was haben wir denn hier fallen lassen? Hahaha. Kisten. Und Blut. Okay, ich gehe hier weg. da ist ein Hebel. Dann gehen wir mal da rein. Ungeziefer. Kann man es aufheben? Das wäre ja mal geil. Egal, okay. Eingangshalle. Ab rein da! Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er, genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. So. Um zu laufen, halte Shift links beim B, beim Bewegen gedrückt. Okay. Yeah. Whoa, was ist das denn? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Was ist das? Was zum... Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Was ist sie? Okay, dann gehen wir mal woanders lang. Ja. Vielleicht nehmen wir uns mal einen Stein und werden es einfach mal abwerfen. Na, okay. Bringt nichts. Dann gehen wir mal wirklich woanders lang. Ja, hier gibt es jetzt mehrere Wege zur Auswahl. Wir gehen mal hier hoch. Sprinten! Wow, 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 wow! Wie gesagt, wir gehen erstmal hier lang. Oh, nee, ich gehe doch lieber zu dieser Stimme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe den linken Weg. Verfolgt mich auch keiner? Nein. Weinkeller. Die Tür ist verschlossen und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Scheiße. Dann gehen wir mal den rechten Weg. Labor. Wenn man nach
Terberryville muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu besiegen. Glaube ich. Wow, Igitt, da schreit ja immer noch jemand. Ja, ich weiß nicht, ob ich das immer vorlesen soll. Also, Textpassagen vielleicht im Spiel. Ja, das ist ja schon mal interessant. Oh, was haben wir denn da Feines? Aufgenommen Öl. Wow, wow, wow. Nicht cool, überhaupt nicht cool. Lasst mich damit in Ruhe. Na, dann gehen wir mal. Nee, das zünde ich nicht an. Ha. Ich heb mir das auf. Oh. Wow. Wow. Ih, was ist das? Igitt. Igitt. Okay. Ich nehme mal den Brief. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfer meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzen ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dampfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Zack. Interessant. Oh nein, die Kerze werde ich nicht anmachen. Ja. Oh. Oh. Oh, was ist los? Should be more Kubrak. Ah. Let me see, let me see. And one part Aquafortis. Huiuiuiuiui. Chemietop. Was war das? Oh, ein langer Brief. Also meine Frage. Wollte, dass ich das immer vorlese, weil ich würde es machen. Vielleicht lese ich das auch manchmal ein bisschen falsch vor. Nee, aber würde mich mal interessieren. Und ja, ich lese das jetzt immer mal vor. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinnkerz und Opriment müssen... Opriment, sorry. Opriment müssen hinzugefügt werden und... Kuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Seidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßige Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte es äußerst Vorsicht umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Oh, der arme Kerl. Okay. Ja, ich würde mal sagen, auf zum Keller. Ich glaube, wir müssen zum Weinkeller, weil dort ist wahrscheinlich so ein bisschen säurehaltiges Zeug gelagert und dementsprechend können wir dann dieses organische Zeug wegmachen, was auch immer das war. Es wurde als Sie bezeichnet und Öl, yeah! Okay. Ja, das war's dann schon mal dazu. Also ich brauche jetzt... Oh, eine Truhe und eine Zunderbuchse. Ah, schön. So, das nehme ich mit. Falls irgendein Monster kommt. Ah, kann ich jetzt abwerfen? Nein. Ach ja. So. Nee. Wow. Ich mag diese Geräusche nicht. Verdammt, das ist... Ah. War da was? War da was? Ich hoffe, ich habe es mir eingebildet. Hm, okay. So. Ich würde ja aus dem Fenster klettern, aber nein. Das macht man in einem Horrorspiel nicht. Eingangshalle. Ab rein da. Haha. Ja. So. Ich hoffe mal, es gefällt euch bisher.
Ich glaube, am Anfang ist es jetzt nicht so horrormäßig, aber das wird hoffentlich noch kommen. Weil momentan ist es ja so, dass es noch ganz nett ist. Und ich hoffe, wir können da jetzt schon mal rein. Aber ich bezweifle das, weil wir einen Schlüssel benötigen. Ja, die Tür ist verschlossen und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Maul! Ich möchte in die... in den Weinkeller. Aber naja, dazu brauche ich erstmal einen Schlüssel. Den werden wir jetzt erstmal organisieren. Und da müssen wir, glaube ich, hier lang, weil sonst gibt es keinen weiteren Weg, oder? Ne. Oh. Runter oder da? Ich gehe da lang. Archive. Hört sich doch ganz nett an. Da bekommen wir sicherlich noch mehr Informationen. Weil so ganz habe ich die momentane Lage nicht so verstanden. Außer, dass er irgendjemanden töten soll. Einen alten Typen. Und dass wir von einem Schatten verfolgt werden. Und ja, dieser Schatten ist anscheinend nicht zu töten. Beziehungsweise zu besiegen. Und naja. Oh, das sieht doch sehr interessant. Lustig. Was war das? May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition. Die sengende Sonne Afrikas erschwert unsere Expedition weiterhin und macht es uns unmöglich, vor Einbruch der Dunkelheit zu graben. Wie Professor Herbert es geschafft hat, die Stelle in diesen weiten Ebenen des Nichts zu finden, bleibt mir ein Geheimnis. Als ich ihn erneut nach dem Grab fragte, erzählte er mir von der Legende von Tin Hinan, unser aller Mutter. Eine an sich durchaus interessante Geschichte, aber ich habe das Gefühl, später am Nachmittag entdeckten wir einen Durchgang unterhalb der Dünen, der zu einem sandbedeckten Steinbau führt. Der Professor ist sicher, dass es sich dabei um das Grab handeln muss und, ja, es tut mir leid, ich kann nicht so schnell lesen, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Zumal ich diese Stimme jetzt, glaube ich, immer in Zukunft ausmachen muss, um das dann sorgfältig zu lesen. Mal schauen. Ich muss das noch ein bisschen üben. Verzeiht mir, falls es euch überhaupt nicht passt, aber nun gut. So. Hier. So, jetzt habe ich den letzten Teil des Briefes nicht verstanden. Wow, Mann, was ist denn das hier? Diese Geräusche. Ein dunkles Zimmer. Gefällt mir nicht. Hier ist noch ein bisschen Licht, finde ich gut. Was war das? Ein weiterer Brief. Meine Hände zittern beim Schreiben. Ich habe das Bedürfnis, meinen Kummer niederzuschreiben, denn ich befürchte, mein Gedächtnis wird mich im Stich lassen, wenn ich es nicht tue. Heute habe ich mit zwei Männern den dunklen alten Durchgang erkundet, den wir gestern entdeckt haben. Unsere Fackeln brannten schwach in der undurchsichtigen Luft, als wir langsam hier hinabstiegen. Die Männer waren abergläubisch und ängstlich. Sie stritten lautstark und ich hielt ihre merkwürdigen Sprachen nicht mehr aus. Ich sammelte mich und schrie sie an. Sie sollten weiter den Weg und die zerbrochenen Stufen hinabstiegen. Geht's weiter? Der grob angelegte Durchgang verwirrte mich. Er sah viel älter aus als der Bau aus dem 4. Jahrhundert, den wir erwartet hatten. Der verschlungene Pfad endet in einer großen Vorkammer. Die Wände waren mit Statuen dekoriert, die anders aussahen als alles andere, was ich bisher gesehen hatte. Trotz ihres unheimlichen Aussehens kamen sie mir seltsam vertraut vor. Dieses merkwürdige Gefühl habe ich auch jetzt noch. Am hinteren Ende der Kammer verschloss eine riesige Steinplatte. Was auch immer dahinter liegt, ich ließ die Steinplatte anheben und als mich durch die enge Lücke zwang, fiel der schwere Stein plötzlich zurück und schloss mich dahinter ein. Ich war gefangen. Oh Gott. Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay, ich hole mal meine